Mit Battleborn versuchen die Borderlands-Schöpfer Gearbox einen neuen Mehrspieler-Shooter auf den Markt zu werfen. Dabei bleibt man sich einem abgetretenen Setting treu, minimiert nur die Anzahl der zu bekommenden Waffen und nimmt einige Elemente anderer Genres an sich. Dabei bedient man sich, wie Paladins oder Gigantic, dem Fähigkeitssystem von gängigen MOBAs wie Dota 2 oder League of Legends. Sprich, jeder Charakter bekommt während der laufenden Partie Erfahrungspunkte, steigt zu Level für Level auf und schaltet neue Fähigkeiten frei. Doch Moment, bedeutet es auch, dass man sich den typischen 5 gegen 5 Schlachten stellt, wo es eine gespiegelte Karte mit diversen Türmen gibt, nur um am Ende das Hauptgebäude zu zerstören? Jein, das kann man jetzt noch nicht beantworten. Denn bisher konnte man nur den sehr spaßigen kooperativen Modus mit bis zu 4 Spielern spielen. Hier stellt man sich Horden von computergesteuerten Gegnern und muss diverse Missionsziele erfüllen. Das können einerseits große Endbosse sein, andererseits muss man ein Panzer geschützt werden, damit dieser ein riesiges Metalltor aufsprengt. Dabei wird alles von einer kleinen Geschichte begleitet, die das Wieso und Warum erklären. Doch unser Redakteur, der sich die Präsentation auf der Gamescom angeschaut hat, meint, einmal eine Mehrspielerkarte gesehen zu haben, die, wie League of Legends, die typischen 3 Wege besaß und somit auch gespiegelt war. Denkbar wäre es, und so könnte Battleborn der erste Vollpreistitel werden, der eine umfangreiche Single- wie Kooperationskampagne bereithält und daneben noch diverse Mehrspielervarianten wie den klassischen Deathmatch bis hin zu diversen Shooter-MOBA-Varianten besitzt. Denn alle diese Elemente sind in dem Spiel vorhanden und ein ansteigender Trend zeigen Titel wie Overwatch und Gigantic. So sind es diverse Charaktere, aus denen der Spieler eine auswählt mit unterschiedlichen Rollen und Fähigkeiten. Dabei hat man unter anderem die Fernkämpferin Zorn, den Schadensausteiler Montana oder den stark gepanzerten Baldur. Ihre Fähigkeiten weichen aber den typischen 3 normale und eine ultimative Fähigkeit Prinzip. Im Gegenteil besitzt jeder Held 6 Fähigkeiten, die mit typischen Abklingzeiten verhindern, dass man sie zu oft benutzen kann. Dabei gibt es natürlich auch aktive wie passive Fähigkeiten. Letzte bedeutet, dass sie bestimmte Effekte hervorrufen, wenn man sie mit anderen Fähigkeiten kombiniert. Zudem wird das Aufsteigen durch die Helix gesteuert. Bei jedem der 10 Level wählt man eine von 2 Erweiterungen. Diese verbessern dann die Fähigkeiten und macht sie umso mächtiger. Ein Spezialisieren auf bestimmte Schadens- oder Verteidigungsarten ist somit möglich. Doch würde das auch reichen, um andere Spieler und ihre Helden zu kontern? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen und man muss bis zum 9. Februar warten, denn dann erscheint Battleborn in Deutschland. Doch bis jetzt kann man sagen, dass Gearbox den Charme von Borderlands gut einfängt, ein stimmiges Setting um den Kampf des letzten Planeten im Universum inszeniert und sich selber nicht zu ernst nimmt. Wer also auf derlei Spiele steht, sollte Battleborn im Auge behalten.